Ja, guten Morgen, meine lieben Angelfreunde. Wie ihr seht, ich bin mal wieder am Wasser. Heute Morgen ist es echt kalt für den August, um die 7 Grad. Ja, nichtsdestotrotz ist jetzt mal der einzige schöne Tag seit gefühlt Wochen, gefühlt seit Tagen. Also es hat immer wieder geregnet und gemacht, also richtig heftig. Sommergewitter, Sturm und hat man nicht gesehen. Und ja, da heute schönes Wetter ist, bin ich gleich mal morgens ans Wasser und habe heute einfach mal vor, schön eine Runde mit der Pose zu angeln. Also, ihr dürft gespannt sein. So Leute, Köder werden heute sein Dendrobena, Tauwurm, Made und Mais, der schon im Futter ist. Also ist noch altes Futter vom letzten Mal angeln, ist jetzt 3-4 Tage alt. Da lief es nicht so prickelnd an dem Tag, deswegen ist da noch... Oh, na komm doch her. Deswegen ist da noch Futter übrig, also 2-3 Tage, das macht überhaupt nichts, riecht auch noch recht angenehm. Muss mir gleich mal eine Murmel da hinhauen, wo ich angle. Also das ist schon einfach Mais und Grundfutter. Also kein Hexenwerk, könnt ihr eigentlich alles nehmen, auch Paniermehl oder irgendwas. Hauptsache ein bisschen Lockstoff im Wasser. Ja, wie gesagt, das zum Ködern. Und ich werde jetzt erstmal anfangen, wie gesagt, starke Temperaturschwankung. Temperaturen von 25 auf 7 Grad runtergekippt und da muss ich erstmal schön fein anfangen, um erstmal zu gucken, was geht. Also nicht gleich den größten Köder nehmen, sondern hops, komm mal her. Eine schöne feine Pose. In dem Fall einen langgezogenen Weckler. Die ist ein bisschen vorbebleit. Na komm doch her. Also die ist mit, steht so irgendwo drauf. Genau, die ist mit 3 Gramm vorbebleit und kann man nochmal mit 1 Gramm nachbebleiten, also habe ich gemacht. Hier vorne so ein 0,7 glaube ich stand drauf. Also ich habe so eine Packung Blei, da ist beschriftet, wie schwer die Bleimurmeln sind, also 0,7. Und dann habe ich hier nochmal so 2 kleinere Schrotbleie, so dass die Pose, wenn die jetzt im Wasser steht, so ausgebleit ist, dass die hier, ihr seht ja, diese Spitze ist unterschiedlich, hat unterschiedliche Farben. Dass das Wasser genau an dieser orangenen, also wo die orangene Farbe anfängt, steht. Also schön ausgebleit, schön fein. Und da hänge ich mir jetzt ganz einfach mal, also Haken habe ich erstmal einen 10er gewählt, also nicht zu groß, schön 10er Haken. Und da hänge ich mir jetzt einfach mal 2 Maden dran. Immer schwer mit zeigen und anhängen oder allgemein bauen. Also eine Made ziehe ich mir hier. Seht ihr, hier vorne sind die 2 Gucklöcher. Ich weiß nicht, ob das der Augen oder ich glaube, das ist der Arsch. Ziehe ich mir einfach schön auf den Schenkel. So, dass der Schenkel schön bedeckt ist. Seht ihr das? Und dann hänge ich mir einfach, also nehme ich mir auch noch mal eine Made. Nehmt die so in die Hand und die ziehe ich mir hier vorne so ein bisschen auf die Spitze, so dass das so ein quirliger Haufen ist. Ja, das dazu, wie gesagt, Tiefe werde ich jetzt immer erstmal nicht loten. Ich will ein bisschen über dem Grund, also ich vermute dadurch, dass es sonnig ist, die Fische schon jetzt mehr wieder an der Oberfläche. Die wollen es ja warm haben, also jetzt kommt die Sonne raus, die steht hier schön drauf schon auf dem Wasser. Werde ich jetzt erstmal so auf, wird das sein, 50-60 cm Wassertiefe angeln. Und hier vorne ist so ein, ich weiß nicht, ob ihr das seht, so ein kleines Seerosenfeld. Da hatte ich mir jetzt gerade schon Futter hingeworfen. Da hatte ich mir jetzt gerade schon ein bisschen Futter hingeworfen und da stelle ich natürlich meine Pose direkt drauf. Ich mache hier so einen schönen Unterhandwurf. Zack. Bisschen dahinter, schieße mir ein kleines bisschen ran. Also ich benutze hier Freilaufrollen zum Angeln mit der Pose. Ganz einfach, wenn man mal nicht hinguckt oder so, ist einfach sicherer, ist die Pose, ist die Angelrute nicht gleich weg oder im Wasser. Und ich spare mir ganz einfach auch dieses Bremse vorne aufdrehen, Bremse vorne zudrehen.
Gerade beim Posenangeln muss es ja manchmal schnell gehen. Sprich, ich da vorne die Bremse zugedreht habe und den Anhieb gesetzt habe, da ist vielleicht der Fisch schon weg. Deswegen ganz einfach Freilauf. Oh, beißt er schon? Ich wollte gerade noch ein bisschen Futter hinkragen, aber die Pose sieht aus, als ob sie schon ins Taumeln anfängt. Ah, sie sieht schon mal gut aus. Also sie bewegt sich ganz sachte. Vielleicht ein ganz Minzifisch. Ich hau mir einfach mal zwei Beine drauf. Vielleicht vertreibe ich ihn, vielleicht animiere ich ihn auch zum Beißen. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal ein bisschen Futter im Wasser. Und dann werden wir die zweite Rute aufbauen. Die werde ich allerdings ein bisschen... Wenn die Sonne steht, ist ein blöd, das hätte mich gar nicht recht. Die werde ich ein bisschen gröber fischen. Was heißt gröber? Dann nehme ich eine 3 Gramm Pose. Nicht vorbebleit, oder nehme ich einen Weckler. Und ich muss immer mal gucken, die Pose bewegt sich immer noch. Und werde die aber schön ausbleiben, so dass der Haken auf dem Grund liegt. Und werde mir dann Maiskorn, vielleicht Mais und Dontropena mixen. Vielleicht kommt ja mal eine schöne Schleie oder ein kleiner Satzkarpfen vorbei. Und das Ganze werde ich mir da hinten, ist auch so eine schöne Ecke voller Seerosen, werde ich mir schön davor stellen, auch zwei, drei Ballen Futter hinhauen und dann liegen lassen. Mit der werde ich ein bisschen aktiv umgehen, die Fische ein bisschen suchen, vielleicht auch mal andere Höhen probieren. Und ja, aber jetzt werde ich die erstmal liegen, solange ich aufbaue. Wie gesagt, beißt erstmal, also sieht zumindest so aus, als ob es ein bisschen beißt. Aber bei so einer kleinen Mini-Winzi-Pose müsste der Biss eigentlich kommen und die Pose weg sein. Also entweder sind es die Größen hier oder keine Ahnung. Also ich nehme mal an, das wird kein vernünftiger Fisch sein. Also ich wollte schon so in den größeren Bereich kommen jetzt im Sommer. Wir sind ja nicht mehr im Winter oder was, wo wir jetzt wirklich jeden kleinen Piepsi-Fisch verwerten müssen. Aber wichtig wäre auch erstmal, sich zu entschneidern. So, wie gesagt, zweite Rute aufbauen und vielleicht beißt sie ja in der Zwischenzeit schon. Ich werde gleich mal gucken. Also sieht so aus, als ob der Richtung Seerosen zieht. Also es hat was gebissen. Aber wie ich gesagt habe, wirklich winzig, aber es beißt was und erstmal schneidert. Petri Haie. Cool. Ging schnell. So Leute, Rute Nummer 2 habe ich auch zusammengesteckt. Habe mir da jetzt in 8er Maishaken dran gemacht. Also hier, die sind so golden. Und werde hier auch mit Wecklerpose fischen. Aber wie gesagt, ein bisschen größer. Und das ist eine 4 plus 2 Gramm Pose. Sprich, die hat 4 Gramm. Die ist vorbebleit. Und wird jetzt nochmal mit 2 Gramm nachbebleit. Ich mache das immer so, damit sich die Sehne beim Wurf nicht hier so ringsrum schlingert und die Pose dann so sich da verfitzt, mache ich immer das erste Blei, also nehme das so, ziehe mir das straff und mache das erste Blei so mittig der Pose. Immer dran denken, das Blei nicht im Mund nehmen. Das zweite Blei mache ich mir so fast am Ende der Pose. So, damit dürfte die IO ausgebleit sein und durch dieses Blei, seht ihr schon, hängt die Schnur schön straff nach unten und ihr habt nicht dieses Problem, dass sich eure Schnur, gerade wenn die feucht ist, immer an diese Spitze klebt. Jetzt gucke ich ganz einfach mal, wie sie steht. Na, dazu muss ich erstmal einen Stopper runterschieben. Ich glaube, die Angel hatte ich das letzte Mal am Kanal. Da sieht man so circa 3 Meter Wassertiefe eingestellt. So kann ich euch mal zeigen. Ich habe hier auch wieder einen Fadenstopper. Jetzt einfach, der lässt sich schön durch die Rutenringe wickeln oder leiern. So. Dass ich auch, habe ja gerade gesagt, ich war so circa auf 3 Meter Wassertiefe, dass ich auch in großen Tiefen noch problemlos mit der Pose angeln kann. So, gucken wir mal, ob sie steht. Zack. Steht noch nicht so pralle, also ich wäre unten noch ins Dranhängen.
Die hat jetzt wirklich noch fast die komplette Spitze aus dem Wasser geguckt. Nehme ich mir jetzt einfach noch ein Blei. Also hier können wir mal sehen, ich habe so eine Büchse, man sieht es zwar nicht mehr richtig, aber da stehen so die Größen vom Blei drauf, so dass ich immer weiß ungefähr, wie viel ich jetzt da dran hänge. Nehmen wir noch einmal zusammengepackt hier. Das sind jetzt 0,60. Ich hatte ja gesagt, 2 plus 4. Das waren auch schon 0,60. Sprich, haben wir 120 Gramm dran. Also mit den 2. Wenn wir jetzt noch eins dranhängen, sind wir bei dem genau 2 Gramm. Beziehungsweise 20 Gramm. Dieses Blei ist gleich mal zu. So. Hänge ich mir jetzt auch nicht allzu weit weiter unten hin. Ganz einfach, dass ich so circa Minimum immer 20 cm vom Haken nichts mehr habe, ganz einfach, um die Fische nicht zu scheuchen. So, also Quatsch, 180 Gramm sind es. Oder Milligramm? Ja, Milligramm. Ja, so steht sie nicht schlecht. Also die guckt jetzt zwar noch ein bisschen weiter raus, aber da ich die ja bis darüber legen werde, will ich gar nicht, dass die bloß so viel rausguckt, sondern will da schon noch ein Stückchen sehen. Ganz einfach, um die Pose sicher zu sehen. Und noch zu gucken, was passiert. Wie gesagt, ich will da klein großes Maiskorn dran machen, also nicht auf Winzi-Fische. Und die sollten das eigentlich schaffen, da das Stückchen Pose mit runter zu ziehen. Aber jetzt erstmal ausloten. So, also ich habe hier so ein 20 Gramm Lotblei. Das hat unten so eine Korkeinlage, oben in so eine Öse. Und durch die Öse stecke ich einfach den Haken durch. Ziehe den ja durch und stecke dann die Spitze in diese Korkfassung. Stell mir dann, ich weiß ungefähr, dass es da hinten ungefähr 1 Meter bis 1,20 Meter ist, stell mir das schon ungefähr ein. Und wie gesagt, ich will ja da vorne vor dieser Seerosenbank oder beziehungsweise hier, wo schon die Sonne schön drauf scheint, angeln. Zack, genau dort will ich angeln. Also wenn mich nicht alles täuscht, habe ich schon die perfekte Tiefe getroffen. Pose genauso viel raus, wie sie ausgebleit ist. Also müsste der Haken ja Grundkontakt haben, beziehungsweise dieses Blei. Ich mache es jetzt nochmal 10 cm tiefer. Aber flacher. Ja. Ich mache mal 10 cm flacher. Mal gucken, ob die Pose dann weg ist. Dann schiebe ich es mir einfach wieder 10 cm hoch und dann habe ich mir quasi schon meine perfekte Tiefe. Genau, die Pose ist jetzt weg, also schiebe ich es mir einfach wieder 10 cm hoch. Dann müsste ich meine perfekte Tiefe haben. Ich mache es erstmal 5, werfe da nochmal, dass wir es auch ganz perfekt ausgebleit haben. So, ungefähr 5 cm. Ich muss es runter machen hier. Wirft es uns ein bisschen bescheiden, weil hier oben über gleich Bäume sind. Genau, und jetzt guckt sie wieder raus. Wie gesagt, auf Anhieb die perfekte Tiefe. Tipptopp, kann ja was klappen. So, sind wir quasi angel-ready. Gleich mache ich einfach wieder ab,
Stecke mir das in die Tasche und hänge mir jetzt hier aus meinem Futter einfach schön zwei Dosen Maiskörner dran. Zack. Naja, so. Und zack. So sieht das Ganze aus. Geht es direkt dahinter, was ich ausgelotet habe. Ein bisschen weiter rein. Dann werfen wir einfach mal. Auf. Sehr schön was von der Pose. Also wie gesagt, ich habe die so ausgepleit, dass so viel rausguckt. Ganz einfach für die Bisserkennung viel besser. Sehe ich schön. Und die liegt jetzt wirklich schön vor diesem Seerosenfeld. Da krache ich mir jetzt einfach erstmal einen Futterball hin. Also nicht zu viel füttern gleich am Anfang. Hier so eine Größe. Und da seht ihr, da ist Mais und alles drin. Den werfe ich mir jetzt da einfach auf den Platz. Und dann so, fest warten. Ich werde jetzt die andere Route noch mal kontrollieren. Da ist die Pose ein bisschen näher getrieben, als ich gebaut habe. Also habe ich nicht im Auge gehabt. Vielleicht sind die Maden runter. Schauen wir einfach mal. Ja, aber erstmal mal ein bisschen Ordnung. Oh ja, Leute, da haben wir einen ersten besseren Fisch. Mit dem noch so. Na klar. Oh. Ein kleiner Zwergwelz, aber wirklich winzig. Aber guckt mal, die Blauzahn völlig voll gefressen. Ja, hoffen wir mal, dass die heute nicht zum Problem wieder werden. Also die sind ja echt lästig manchmal. Aber trotzdem, auch für diesen Fisch, Petri. Es geht auf jeden Fall was. So, ich habe mal ganz verrückt meinen Köder extrem vergrößert. Ich habe jetzt 4 Maden dran anstatt 2. Gucken wir mal, ob da die Fische auch ein bisschen größer werden. Wieder dorthin auf meinen Futterplatz. Das ist eigentlich immer wichtig, wenn es dann immer beißt und ihr habt euren Futterplatz, werft sicher die Stelle wieder an, weil da steht ja der Fisch quasi oder beißt sofort wieder. Oh, sieht gut aus. Also es nippt jetzt ganz fein. Schauen wir mal, ob wir direkt hier nach dem Einwurf, manchmal ist das ja so. Na bitte. Alter, herrlich. Schöner Live-Biss, cool. Kleine Brasse. Huch, wo kommt er her? Also hier, kleine Brasse, nicht allzu groß. Aber, wie gesagt, ich arbeite mich nach oben. Ich versuche zumindest, mich nach oben zu arbeiten. So Leute, wieder frisch, wieder mit 4 Maden. Habe ich mir wieder gleich dort schön davor. Mal gucken, vielleicht werden sie ja größer, die Fische. Aber ansonsten, ja, macht auf jeden Fall Laune mit Pose. Egal wie groß die Fische sind. Geht schon wieder direkt unter, also fängt zu hopsen an. Es macht auf jeden Fall mega Spaß, Posen angeln, vor allem wenn es dann so Frequenzangeln ist, sage ich mal. Ah, ins Rotauge. Schön, also es macht echt Spaß. So Leute, nächster Biss. Schön, nur an der Größe müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Ansonsten tippt der Fisch.
So Leute, nachdem das so gut beißt auf Made, werde ich mir jetzt einfach mal noch zu den Maden in Dosen Maiskorn dranhängen, um einfach zu gucken, was sich da noch so rumtreibt und ob man damit das Level an Fisch ein bisschen steigern kann. Also nicht die Menge, die passt. Also reinwerfen Biss ist schon super, aber ein bisschen die Größe. Wie gesagt, so bei solchen Wetterschwankungen bin ich überhaupt froh, dass irgendwas beißt. Von daher bin ich eigentlich schon voll zufrieden mit dem Angeltag. Beziehungsweise bis jetzt sind es ja bloß ein paar Minuten. So. Jetzt werde ich die da hinten nochmal nachgucken. Da hat es auch schon mal leicht gebissen. Bei Dosenmais ist es ja immer so, ja, ist es noch dran oder ist es nicht dran. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, guckt lieber nach. Werft da hin, füttert nochmal nach. Ansonsten, ach, wenn ihr kein gutes Gefühl habt und ich wüsste, jetzt hat es mal ein bisschen gebissen und ist denn der Mais jetzt ab oder ist er noch dran? Ach, holt es einfach raus und schmeißt es nochmal dahin. Ah, Maiskorn geht auch, also ganz vorsichtiger Biss vor. Aber die Pose geht langsam unter. Einfach. Ja, ein bisschen steigert das Level, sag ich mal. Kann sich das schon sehen lassen. So Leute, ich habe ja gesagt, ich will das Level versuchen ein bisschen anzuheben. Jetzt mit Mais, ja, hat halb funktioniert. Aber jetzt werde ich mal hier so ein schön kleines quirliges Würmchen dran machen, um vielleicht auch noch mal einen Barsch oder so abzukassieren. Ansonsten bis jetzt für so einen Wettereinbruch bzw. ja, Temperatureinsturz finde ich läuft ganz gut. Ich wollte ja so ein bisschen Posenfriedfischangeln machen und bis jetzt läuft das wirklich top. Wenn wir uns jetzt noch ein paar Schulen oder da hinten eine Schleier, dann ist der Angeltag perfekt. Aber ansonsten ist er schon super. Beißt doch immer mal wieder da hinten, also ganz vorsichtig. Ich sehe immer diese Wecklerpose immer mal hin und her kippen, auch mal ein bisschen runter. Ich nehme an, das ist kleinerer Weißfisch, aber wo der ist, kommen ja auch andere Fische hin. Vielleicht kommt mal ein Satzkarpfen vorbei oder wie gesagt, Schleier wäre natürlich ein absoluter Traum, aber mal gucken. Ich könnte erst den Abnehmer für den Wurm hinten lassen. Gucken wir mal, was das ist. Ah, Zwergwels. Und Nast jetzt. So, das bleibt jetzt. Ha, die mögen natürlich Würmer. So Leute, nächster Biss auf Würmchen. Ah, leider bitter nun, da war er schon ab. Bitter nur ein Zwergwels, aber naja, wenigstens geht was. So Leute, nächster Biss auf Würmchen. Gucken wir mal. Diesmal kein Zwergwels, sondern ein wirklich winziger Barsch. Thank you.
ich mir schön ausgelotet habe, wo das Maiskörnchen schön auf dem Grund liegt. Jetzt gucken wir mal, ob wir da draußen jetzt mal ein Fisch abholen können. Der Fisch speist auf jeden Fall sehr, sehr verhalten. Vielleicht habe ich das Glück und es wird eine Flyer. Vielleicht wird es doch bloß wieder ein Zwergwelt, aber auf jeden Fall beißt es doch mal auf der Route, die ich so schön ausgelotet habe. Ja, vom Beißen her sieht es nicht nach was Großem aus, aber ich sag niemals nie. Komplett oben. Vielleicht ist es wirklich eine Schleie. Leute. Das ist typisch für die Schleie, dass es die Pose aufstellt und komplett hinlegt. Das war hier gerade der Fall. Jetzt ist völlig cool. Also die Pose kam wirklich sehr schön hoch, so wie man es beim Schleienbiss kennt, und hat sich schön auf die Wasseroberfläche gelegt. Da ist auf jeden Fall noch da. Jetzt fehlt es halt, Geduld bewahren und den Biss nicht versauen. Leute. Keine Schleier, eine Glendo. Naja, was will man machen? Aber wenigstens beißt was. Ja, also das ist ja auch beim Angeln immer wichtig, dass was beißt. Und das macht's ja. So wie es aussieht, beißt jetzt da draußen besser. Trotz des größeren Hakens nehmen sich trotzdem die kleineren Fische den Köder. Der fühlt sich tatsächlich mal ein bisschen besser an, ist aber auch wieder nur Bergwelt, aber nicht auf Äther. Guckt euch mal die Murmel an, Leute. Also der ist so ein richtiger Nimmersatz scheinbar.
Guckt euch mal, der Bauch ist richtig oft gebläht. Ja, Leute. Das soll jetzt auch der letzte Fisch gewesen sein. Also ich war jetzt 2 Stunden am Wasser für den frühen Morgen. Jetzt in den Mittagsstunden nebt es eh mal ein bisschen ab an dem Gewässer mit dem Beißen. Ich wollte Weißfische fangen mit der Pose. Ich habe Weißfische gefangen mit der Pose. Demzufolge erfolgreich. Gut, Schleie und ein kleiner Satzkarpfen oder Karpfen war jetzt nicht dabei. Aber ich bin voll zufrieden. Es hat durchweg gebissen. Ich war immer beschäftigt. Also die 2 Stunden, die waren wieder zack, viel zu schnell rum. Wie immer beim Angeln. Also ja, kennt ihr vielleicht selber. Kaum sitzt man am Gewässer, ist die Zeit auch schon wieder vorbei. Kann man nichts machen. Ja, wie gesagt, tippitoppi. Trotz des Wetterumbruchs hier wirklich die Nacht. Ihr seht, ich habe den ganzen Tag die Jacke an. Im August. Ja, völlig krank. Also wirklich die Nacht hat man 7 Grad. Im Radio habe ich auch was gehört. Es gab wohl Tiefstemperaturen nahe des Gebirges so um die 4,5 Grad oder 4 Grad. Also es ist echt krass, wie das Wetter so dieses Jahr hin und her macht. Und schlägt sich auch irgendwo aufs Weißverhalten der Fische aus, gerade Karpfen und so ein Stückchen weiter hin, also hier ein paar Stellen weiter hin, so sagen wir mal so 200-300 Meter sitzen ein paar Karpfenangler, die saßen die ganze Nacht völlig ohne eine Aktion bei 4 Ruten, ja, und das Gewässer ist eigentlich relativ gut besetzt, ist das schon krass, die machen jetzt noch eine Nacht, mal gucken, ich werde die auf jeden Fall mal fragen, ob die was gefangen haben, aber ich vermute mal, es wird nicht so pralle laufen ihre Angelnacht, aber es ist ja auch immer, dass man mal draußen ist. Es kommt ja nicht immer nur darauf an, Fische zu fangen, sondern mal schön in der Natur zu sein. Und ihr seht ja, sieht wirklich toll aus. Der Wind ist zwar wirklich, naja, jetzt wo das aufgekommen ist, der ist auch echt eklig kalt, aber naja, es war trotzdem schön. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, vergesst den Daumen nach oben nicht. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, das Angeln. Macht's gut!